Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinen neuen 5 Produkte in einem Monat. Ich zeige euch jetzt erstmal die Produkte, die ich letzten Monat verwendet habe. Und dann auch gleichzeitig werden wir die neuen auslosen. Dafür brauche ich mein Handy, das liegt da vorne. Ja, allerdings finde ich ein Produkt nicht. Ich habe den MAC Brick, das ist mein Lip Liner, habe ich ein einziges Mal verwendet diesen Monat und ich weiß nicht, wo er ist. Also kann ich Ihnen leider nichts zeigen, aber er bleibt definitiv in meiner Sammlung, wenn ich ihn dann nochmal wiederfinde. Aber es geht weiter mit dem Astor Lippenstift in der Farbe 500. Das ist dieses gute Stückchen hier. Ein Knallrot, wie man sieht. Ich liebe es. Ich kann es auch gerne nochmal drauf tun. Habe ich hier irgendwo ein Spiegelchen? Also ist ein super geiles klassisches Rot, was ich liebe. Habe ich gerne getragen und wir schauen jetzt mal, wie viel. Und der bleibt definitiv in meiner Sammlung, weil ich liebe einfach diese Art von Lippenstifte von Astor. Also, er hatte 18,92 Gramm und er hat jetzt 18,81. Du bleibst. So, dann habe ich hier einen Lipgloss und zwar ist der schon Aspach uralt, von P2 war der. Und zwar heißt der Mandarin Flirt. Man sieht hier richtig, wie leer der ist. Ich habe den auch ordentlich verwendet, weil ich gedacht habe, komm, vielleicht kriege ich ihn ja leer. Weil er ist wirklich Aspach uralt, ja. Aber der riecht noch ganz normal und ich finde ihn toll. Die Glitzerpartikel nerven ein wenig da drin. Aber gut, okay. Ja, bleibt erstmal, weil ich werde demnächst meine Lipglosse, denke ich, aussortieren und da werden einige fliegen. Der hatte 15,10 und jetzt hat er 14,92. So, und wie gesagt, jetzt käme eigentlich der MAC Pencil dran, aber ja, ne, habe ich euch ja gerade erzählt. Dann nehmen wir einfach von P2, nämlich das nächste Produkt, das war von P2 aus der Sunshine Goodness LE, ist das ein, so ein Creme-Eyeshadow. Das ist dieser hier. Ich fand den ganz gut. Ja. Aber ich habe doch bessere. Also man kann ihn hervorragend als Lidschattenbase nehmen. Schaut euch das mal an. Ich habe euch den mal gezeigt in einer Haul-Review. Ich fand den auch wirklich sehr gut. Aber jetzt, wo ich ihn halt doch konzentriert ein wenig mehr verwendet habe, er gibt mir ein sehr trockenes Gefühl auf den Augen, was vielleicht nicht schlecht ist, wenn man zum Beispiel am Strand ist oder so, weil das ist halt auch eine Sommer-LE gewesen. Also wenn ihr wirklich schwitzt und so, der bleibt, wo er ist. Also ich habe jetzt hier den Finger, aber schaut mal, wenn ich da mit dem Finger mit dem anderen drüber gehe, er bleibt, wo er ist, was ja schon geil ist, ne? Soll ich ihn behalten? Guck mal, den behalte ich. Ich wollte ihn eigentlich bis gerade abgeben, aber ich werde es nicht übers Herz bringen. Ich bin so schwach. Ja, er hatte 22,47 Gramm und jetzt hat er 22,38. So, mit der Waage sind wir durch. Ich habe übrigens für diese Waage habe ich einen 20% Rabattcode für euch. Alles in der Infobox. Und das ist meine andere Waage, wofür ich keinen habe. Aber die kann ich euch auch mal in die Infobox setzen. Weil die misst bis 500 Milliliter. So, Love Puder. Dieses hier. Das habe ich jetzt auf Herz und Nieren getestet. Es ist ein sehr gutes Translucent Loose Powder. Es ist wirklich sehr, sehr fein gemahlen. Ich habe übrigens das Pad hier in der Waschmaschine reingetan, aber es ist nicht ganz sauber geworden, weil ich das immer verwendet habe für, ja, das ist hier drin, um das Produkt hier raus zu entnehmen, wie man so schön sieht. Es ist wirklich sehr, sehr fein gemahlen, total fein, aber ich denke, es ist tatsächlich mehr etwas für Mädels mit normaler Haut. Jetzt nicht ölige Haut. Ölige Haut, denke ich, vielleicht hat das vielleicht Schwierigkeiten. Aber für Mädels mit trockener Haut würde ich jetzt persönlich davon abraten. Und deswegen wird es leider nicht in meiner Sammlung bleiben und es wird in den Kleiderkreisel gehen. Das gute Stück hatte vorher 63,2 Gramm. Kann ich mir gar nicht vorstellen. So viel aufgebraucht. Quatsch. Ja, das kann ja nicht sein. Jetzt habe ich vielleicht die Puderquaste da rausgehabt. Weil es war auf einmal gerade mehr, als es vorher war. 60,5. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie habe ich das wahrscheinlich anders gewogen. Aber es kommt ja eh weg. So, und dann habe ich noch das Parfüm Gucci Bamboo. Das ist dieses hier. Und ja, ich habe es verwendet. Und dann, ich finde den Duft wirklich wahnsinnig toll. Aber irgendwie hat er nicht zu mir gepasst. Auch mein Freund, der meinte dann abends mal so zu mir, du riechst gar nicht so wie Jenny. So nach dem Motto. Dann habe ich gesagt, wieso stinkt das? Meint er, nein, aber das riecht nicht nach dir.
Und ich denke, ich werde jetzt tatsächlich abgeben. Und das ist halt die 30 Milliliter Flasche. Und ja, man sieht, es ist noch halb, überhalb voll. Also definitiv überhalb voll. Ja, aber ich schaue mal, wie viel ich davon aufgebraucht habe im Endeffekt. Weil es hatte 195,8 Gramm. Und es hat jetzt 194,3. Jetzt nehmen wir uns wieder mal meine Kategorien vor. Jetzt suchen wir uns 5 neue Kategorien raus. Ich habe hier wieder mein schlaues Heftchen und ich habe insgesamt 20 Kategorien plus einen Duft nehmen wir ja. Ne? Also, ja, also den Duft mache ich dann später. Oder ich mache erstmal den Duft, weil den Duft vergesse ich meist. Nehmen dafür wieder meine Random App. Nummer 1. Es ist dann wieder ein Parfüm. So. So, und jetzt nehmen wir meine 20 verschiedenen Kategorien und die nehmen wir dann 5-mal. Allerdings nehmen wir keine Kategorien, die vorher in dem vorigen Monat waren. 2, ein Rouge. 12, Augenbrauen. Nummer 6, Highlighter. Nee, war auch nicht. Nummer 5, doch Creme Lidschatten war ja. 19, Fixierspray. Ein Produkt noch. 5 hatten wir gerade schon, ne? Ja. Die 11, eine Mascara. So, und dann gucken wir uns jetzt mal an, wie viele ich von jeder Kategorie habe. Also Rouge schauen wir erstmal. Rouge, Rouge, Rouge. Rouge habe ich viele. Hoppla. Ich schreiß hier die komplette Hütte ab. 74 Rouge. Rouge. Immer 44. So, was haben wir denn noch? Augenbrauen. 14 Produkte habe ich dort. Die Nummer 11, hatte ich die schon mal? Nein. So, was haben wir? Ein Highlighter. Die Nummer 6. Da habe ich 56. Oh, den hatte ich schon mal. Das war nämlich der Gentle Sun Blush Highlighter. Den nehmen wir. Okay, was ist das denn? Ich glaube, da muss ich gleich echt suchen, wo die Sachen sind. Fixierspray in den 19. Da habe ich 13 und Mascara. Ist das richtig? 18, so wie es aussieht. Ja. Und jetzt noch ein Parfum. Oh, da habe ich 27. Die Nummer hatte ich schon mal. War nämlich Dior. 23. Jetzt suche ich die Produkte raus. Und ich habe endlich alle Produkte gefunden. Das war jetzt gerade schon ein kleiner Akt, muss ich sagen. Ich hole mal kurz das. Und zwar fangen wir an mit dem Parfüm. Und zwar ist das Yeti Job geworden. Und zwar das By Night. Das sieht so aus. Das gibt es gar nicht mehr, das gibt es gar nicht mehr zu kaufen. Das ist mittlerweile eine kleine Rarität geworden. Und ich finde den Duft echt mega cool. Ja, ist, wie viel Milliliter ist das, die Flasche? 50 Milliliter ist ein Eau de Parfum. Und es duftet wirklich sehr speziell. Düster. Mag ich sehr. Aber nicht dieses typische orientalische. 134,1 Gramm. Dann habe ich das MAC Crisp Whites als Blush ist dabei. Das schaut so aus. Und das gute Stück wiegt 30,07. Als Augenbrauenprodukt, bin ich mal gespannt, ist das Maybelline Brow Drama eine Pomade. Die schaut so aus. Da bin ich auch gespannt drauf. 14,51 Gramm. Ein Highlighter, und zwar von Catrice. Den habe ich von der lieben Verena bekommen in einem, diesen tauschen wir ein Gesicht, bla bla bla. Der High Fusion, so schaut er aus. Der sieht schon schön aus. Und auch eher subtil. Probier mal aus, ne? Ach, der ist zu schwer. Den wiege ich mit irgendwas. Mit dem Nivea Lidschatten. Das schreibe ich mir auch auf, damit ich das besser wiegen kann. 72,3 Gramm. Das Fixierspray ist das von Models Own. Mag ich so sehr, sehr gerne. Es fixiert sehr schön und es ist auch mit 10 Euro 120 Milliliter, glaube ich, sind das sehr günstig. 199,3 Gramm. Und zu guter Letzt haben wir noch eine Mascara. Die hatte ich mal in einem Trash-Päckchen, glaube ich. Und ist schon relativ trocken, aber ich probiere noch mein Glück. Und zwar ist sie von LCN. 17,73 Gramm. Ja, und nun verwende ich mal die ganzen Produkte und wir schauen dann mal, was nächsten Monat gehen darf und was bleiben darf. Also diesen Monat sind ja tatsächlich 2 Produkte aus meiner Sammlung wieder raus.
finde ich ganz praktisch, dieses Projekt, um zu sehen, was brauche ich wirklich und was darf gehen. Okay, meine Lieben, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!